Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute erleben wir eine ganz besondere Premiere, denn der City-Tourbus ist in Heilbronn angekommen. Etwas, das man bislang ja vielleicht gerade mal aus London, New York, München oder Stuttgart kennt, gibt es dann auch hier in Heilbronn. Und zwar dieser City-Tourbus, der fährt Besucher, Gäste, Touristen zu den Sehenswürdigkeiten der Kätchenstadt. Ab nächste Woche immer freitags bis montags. Für 15 Euro und das Ganze nach dem Motto Hop on, Hop off. Das heißt, man kann unterwegs aussteigen und dann wieder 2 Stunden später einsteigen. Was man da alles unterwegs sieht, das wollen wir uns jetzt mal ganz genau anschauen. So, vielen Dank. Zu Beginn gibt es dann natürlich auch einen Kopfhörer, weil die Ansagen während der Fahrt in 3 Sprachen gemacht werden. Später sollen es noch mehr werden. Also neben Deutsch, was hier über die Lautsprecher zu hören ist, dann auch noch Englisch und Französisch, sodass man während der 100-minütigen Fahrt an allen Sehenswürdigkeiten auch immer wieder hört, um was es sich handelt, Erklärungen erhält. Insgesamt gibt es ja 3 Touren. 50 Sehenswürdigkeiten werden abgefahren am Botanischen Obstgarten. Beispielsweise wird gehalten, natürlich dann auch auf dem Wartberg zu einem Fotostopp, da werden wir gleich hinfahren, aber auch an der WG Heilbronn beispielsweise und dann natürlich auch vor allen Dingen am Buga-Gelände. Und da erhofft man sich natürlich jede Menge Gäste, vor allen Dingen im Buga-Jahr 2019. Das ist so eine richtige Aufbruchstimmung, die man auch mit diesem City-Tourbus dokumentieren möchte, dass das vor allen Dingen auch optisch im Stadtbild immer wieder erkennbar ist, dass sich hier etwas tut und dass man vor allen Dingen auch mehr Touristen nachhaltig in die Stadt anlockt. Und wir schauen uns jetzt mal die Tour etwas genauer an. Bei schönem Wetter wird natürlich das Dach geöffnet, auch wenn wir jetzt heute mal noch einen Regentag erwischt haben. Aber damit alles funktioniert, muss auch hier oben auf dem Wartberg, das ist natürlich einer der Höhepunkte der Tour, einiges vorbereitet werden. Und da haben wir hier die Bilder, nämlich mit diesen Automaten, mit diesen Fahrgeräten werden die Bäume komplett geschnitten. Also ganz spektakulär sieht das aus, weil sonst dieser Doppeldeckerbus gar nicht hier hätte hochfahren können. Über die Kaiserstraße und Allee ging es weiter zum Trappensee und Pfühlpark und dann hier auf den Wartberg. Und Heilbronn ist ja jetzt erst die 4. Stadt in Baden-Württemberg, die diesen City-Tour-Bus anbietet, nach Stuttgart, Karlsruhe und Heidelberg. Und da verspricht man sich eine ganze Menge davon. Angelegt ist es mal auf 3 Jahre, denn das Ganze soll ja erst einmal wachsen, damit man zunächst einmal die Menschen aus der Region anspricht. Das ist ja ein regionaler Anziehungspunkt. Und dann, wie gesagt, die Besucher und die Touristen. Und vor allen Dingen können die hier, wenn das Wetter schön ist, herrliche Bilder auf dem Panoramablick nach Heilbronn machen. Ein großartiger Panorama-Rundumblick, der bietet sich dann, wenn beispielsweise der Doppeldeckerbus zum Cabrio wird, also wenn hier das Dach entfernt wurde, dann kann man natürlich weit ins Weinsberger Tal blicken oder eben dann nach unten nach Heilbronn, wenn der Bus sich dann wieder zurückbewegt zu seinem Ausgangspunkt zum Ibis-Hotel. Das ist also Start und Ende der Tourismusfahrt hier in diesem City-Tour-Bus. Und da kann man sich auch wunderbar Gedanken machen und man wird unterwegs unterhalten oder man denkt auch ein bisschen danach, was sich sonst so alles in der Region abspielt. Nicht nur hier haben wir eine Premiere, es geht ja auch das Volksfest wieder los mit zahlreichen Neuerungen und Attraktionen. Da werden wir dann auch mit Volksfest TV dabei sein. Und wir bleiben natürlich auch bei den anderen Themen am Ball. Da hatten wir in dieser Woche VW-Chef Müller zu Gast in Heilbronn. Der hat ganz spannende Dinge in Sachen Kartellskandal gesagt. Das hat bis über den großen Teich hinweg Resonanz gefunden. Und ebenso heiß diskutiert wird natürlich auch Kommunalpolitisches. Da hatten wir ja die OB-Wahl in Öhringen und schon ein beschämendes Resultat. Diese niedrige Wahlbeteiligung und auch die Stimmen, die es gegen OB Michler gab. Und vielleicht hat es sich eben doch gerecht, dass er immer wieder gesagt hat, von Visionen hält er nichts. Er arbeitet einfach die Dinge ab. Und hier sieht man es. Visionen braucht man auch in Sachen Tourismus und das bietet hier dieser City-Tourbus. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.